Hallo, mein Name ist Marc Scheffel und in diesem Video geht es darum, was bei Facebook-Marketing zu Weihnachten anders ist und warum man vielleicht die Finger davon lassen sollte. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, checkt unbedingt die Videobeschreibung aus. Ja, da findet ihr einen Link zu Team Money 3.0 für die Leute, die noch nicht lange auf diesem Kanal sind. Ihr könnt diesen Kanal auch völlig kostenlos abonnieren. Ihr könnt den Benachrichtigungsbutton anschalten und dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn neue Videos rauskommen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Und ja, wir fangen mal an. Also Facebook zu Weihnachten. Und zwar, das ist ein Thema, worüber ich schon lange ein Video machen wollte. Und viele diskutieren immer darüber, dass ihre Facebook-Werte zu Weihnachten schlecht sind. Ja, auch mal einer meiner Mentoren hat das schon gesagt, dass er zu Weihnachten nicht so viel über Werbeanzeigen verkauft. Und da gab es auch schon große Diskussionen bei uns in der Mastermind und ja, und so weiter. Und da sind eigentlich schon ein paar Gründe, die, denke ich, auch dafür sprechen, dass man zu Weihnachten einfach schlechter T-Shirts verkaufen kann. Weihnachten ist hier der Zeitraum im Dezember, vielleicht auch schon November, den Mai, den meisten. Also das ist so ein bisschen der Zeitraum, wo wir uns befinden. Und grundsätzlich ist es ja so, dass Firmen zu Weihnachten unglaublich viel Geld in Facebook-Werbung ballern. Ja. Wenn ich alleine mal Nike, Adidas, Puma und so weiter sehe, die geben so viel Geld aus für Facebook-Werbung, das ist unfassbar. Ja, und wenn solche Riesenunternehmen natürlich mit Riesen-Werbebudgets ankommen, ist der kleine Unternehmer mit seinem geringen Werbebudget natürlich benachteiligt. Denn Facebook fördert ganz, ganz klar die Werbeanzeigen, wo am meisten Geld reingebuttert wird. Und jetzt ist es so, dass zu Weihnachten sehr viele Angebote kommen. Und jedes große Unternehmen schaltet mittlerweile Facebook-Werbung und deshalb ist es schwierig für die kleinen Unternehmer, ihre Werbeanzeigen ja, perfekt ausspielen zu lassen. Und das macht sich dann halt in den Werten deutlich. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Kampagne nehme, ich habe mit 2 Euro 350 Leute erreicht. Ja? Jetzt kann man sagen, das ist noch okay, aber der Wert geht ganz klar bei der Reichweite nach unten. Das sieht man. Ja? Ich mache immer 2-Euro-Tests. Am Anfang habe ich 1-Euro-Test gemacht. Jetzt mache ich 2-Euro-Tests und da sieht man ganz klar, dass die Reichweite zu Weihnachten einfach runtergeht. Ja, man erreicht mit 2 € immer weniger Leute. Und das ist natürlich ein Problem. Umso weniger Leute man erreicht, umso teurer wird das Ganze. Ja, umso teurer wird deine Werbeanzeige. Ich habe zum Beispiel auch mal geguckt, Linkklicks, ja, werden auch teurer. Natürlich kann man jetzt sagen, das kann auch an der Kampagne liegen, ist auch klar. Ja, also Linkklicks ist immer abhängig davon, wie euer Produkt zur Zielgruppe passt. Aber durch die Reichweite werden auch die Linkklicks teurer. Ja, weil ihr müsst natürlich mit einer geringeren Reichweite beim gleichen Budget die Leute trotzdem dazu bringen, auf deinen Link zu klicken. Ja, und wenn ihr natürlich auf einmal 100 Leute weniger habt, ist natürlich die Chance schon mal wieder geringer, ordentlich Linkklicks einzusammeln. Deshalb kann es halt passieren, dass eure Anzeige einfach nicht gut performt zu Weihnachten, ja. Und das habe ich mir jetzt einfach mal alles angeschaut und bei mir ist das auch der Fall, dass die Reichweite auf jeden Fall runtergeht und bei den Linkklicks ist das auch ein bisschen zu erkennen. Ja, das waren so die zwei Sachen, die bei mir sich jetzt rauskristallisiert haben. Ich weiß, dass bei anderen vor allem zum Beispiel auch die Frequenz drunter leidet. Das sind ja, Frequenz ist jetzt kein wirklich wichtiger Wert, aber das sind Anzeichen dafür, dass Facebook halt deine Anzeigen nicht so fördert, ja, weil du einfach mit geringem Werbebudget rangehst. Und das merkt man auf jeden Fall. Und die Reichweite bestimmt da in dem Zusammenhang natürlich auch sehr, sehr viel. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man sein Geschäft zu Weihnachten niederlegen sollte oder nicht. Ganz, ganz viele machen das, dass sie im Dezember ihr Geschäft niederlegen, ja, schon am 1. und sagen, okay, sie lassen den Dezember weg, einfach weil es zu teuer wird. Ich kenne von ganz, ganz vielen, dass die zu Weihnachten über Anzeigen nicht so viel verkaufen. Ich werde es dieses Jahr versuchen. Ich werde vielleicht nochmal ein zweites Video machen, um dann einfach meine Eindrücke nochmal mehr schildern zu können. Aber meine Sache ist ganz klar, ihr könnt es ja auch einfach versuchen und wenn ihr merkt, dass die Facebook-Werbeanzeigen teuer werden, dann lasst ihr einfach den Dezember raus und fangt im Januar wieder an, wenn sich das Weihnachtsgeschäft normalisiert hat und die Leute nur noch zurückgeben. Und ihr wisst es ja eh, dass der Konsum im Januar eher nachlässt. Und ja, ist ja auch normal, ne? Zu Weihnachten geht der Konsum hoch und die ganzen Firmen, die nehmen dann auch wieder ihr Geld raus. Gerade jetzt zum Black Friday war es zum Beispiel auch so, dass Interaktionen extrem viel gekostet haben auf Facebook. Und deshalb muss man da einfach
ein bisschen das Gefühl finden, ja. Also ich werde es, wie gesagt, dieses Jahr ausprobieren, aber ganz klare Warnung hier, wenn eure Werte teurer werden, ja, dann schaltet die Kampagnen aus. Das liegt dann auch zum Teil an Weihnachten. Man kann trotzdem zu Weihnachten verkaufen, ja. Gibt es auch Leute. Und vor allem organisch geht halt sehr, sehr viel. Organisch, für die Leute, die es nicht wissen, bedeutet, dass ihr auf Teasely und Shirty und Spreadshirt eure Kampagnen hochladet. Und ihr kriegt dann organischen Traffic, ja, weil diese drei Seiten halt eben Werbung schalten im Internet. Und da müsst ihr euch nicht darum kümmern, ihr kriegt organischen Traffic und könnt verkaufen. Und das ist der Punkt, ja. Also nicht wundern, wenn zu Facebook die Werte, was Reichweite, was Linkklicks angeht, teurer werden. Ja, dann es stimmt natürlich diese 7-Euro-Grenze zum Beispiel auch nicht mehr, dass man bei 7 € ungefähr einen Verkauf holen sollte. Das kann sich natürlich alles nach hinten verschieben. Und darüber wollte ich einfach mal ein Video machen. Und ihr könnt ja mal eure Erfahrungen mit Weihnachten, Facebook-Werbeanzeigen in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Checkt die Videobeschreibung raus, gerade Team Money 3.0. Und ja, bis dann.